strike the Hero Turtles. Jeder kennt die Hero Turtles, immer auf der Lauer. Sie sind echt ein ultra heißes Team. Na Logo, wenn sie gegen Angst und Schrecken ziehen, ist doch Ehrensache. Sieht's für dich mal finster aus. Die Turtle-Jungs holen dich da raus. Jeder kennt die Hero Turtles, super starke Hero Turtles. Raphael kommt Michelangelo cool. Geht raus. Da fliegt sie durch das Licht weg. Leonardo kennt nach Donatello ist klar. Auf die Schnelle immer helle. Und wird's auch manchmal knapp. Die Turtle-Jungs machen niemals schlapp. Oh. Hey, jetzt kommt die Hero Turtles. Jeder kennt die Hero Turtles. Mega starke Hero Turtles. Immer auf der Lauer. Und immer etwas schlauer. Nun sag schon, wann siehst du die Turtles wieder, April, hä? Oh, Irma, lass mich damit in Ruhe, bitte. Du weißt doch, dass ich mich nicht mit ihnen am Times Square treffen kann. Es scheint so, als wäre das heute ein richtiger saurer Gurkennachrichtentag. Wisst ihr, was ein guter Reporter an solchen Tagen tut? Er geht nach Hause, legt sich auf die Couch und sieht ein bisschen fern. Nein, du gehst raus und suchst sowas wie eine Story, sonst habe ich das Gefühl, du verdienst dein Gehalt nicht. Die besten Stories bekam Star-Reporterin April O'Neil vom Kanal 6 immer von den Turtles geliefert. Der Wunsch ihres Chefs, Mr. Thompson, ist ihr Befehl und so befindet sich April kurz darauf dort, wo unsere grünen Freunde wohnen, in der Kanalisation der Stadt. Ist irgendwas Spannendes passiert? Versucht dieser blöde Schrottfresser mal wieder die Welt zu erobern? Also zurzeit läuft echt nichts mehr, es ist empty. Deswegen will Meister Splinter auch mal die Stadt verlassen. Oh, vielleicht ist da eine Story drin. Ich fürchte nicht, April. Es ist die übliche jährliche Pilgerfahrt, die ich für 3 Tage antrete. Ich faste und meditiere. Ja, da haben Sie recht. Das ist nichts, was eine Story ergeben könnte. Hey, keine Panik, April. In dieser Stadt wird irgendwann was passieren, glaube mir. Raphael hat nur zu recht. Shredder, der Erzfeind unserer Helden, bespricht sich wieder einmal mit Krang, dem körperlosen Bubblehirn aus der Dimension X. Wie immer läuft das Gespräch der beiden Fieslinge über Kommunikator. Jetzt hören Sie mal zu, Krang. Ich sag Ihnen doch... Irrenloser Blechhaufen, du hast die Turtles vom letzten Mal entkommen lassen. Die Invasion kann nicht länger warten, Shredder. Geben Sie mir noch eine Chance, Krang. Das ist alles, worum ich Sie bitte. Hey, Krang, gib dem Meister noch eine Chance. Bitte. Schnauze, ihr zoologischen Idioten. Es ist immer das Gleiche. Wenn ich etwas will, dann kann nur ich es tun und niemand anders. Ich komme mit dem Technodrom auf die Erde und dann werde ich mich persönlich um diese Turtles kümmern. Oh, geil. Das ist eine wirklich gute Idee. Aber dazu brauchen Sie Energie. Enorme Energie, um ein so großes Portal zu öffnen. Folgenschwender. Und deswegen bringst du das Wasserkraftwerk an den Niagarafällen in deine Gewalt. Schließ diesen Polaritätsdeflektor an das Hauptschaltgut an. Das wird die Energie, die ich brauche, auf das Technodrom richten. Krang, Ende! Nur zu gern befolgen Shredder und seine beiden Tiermutanten Bebop und Rocksteady Krangs Anweisungen. Die Besetzung des Kraftwerks ist für die drei ein Kinderspiel. Krang, ich habe jetzt das Kommando über das Wasserwerk und der Polaritätsdeflektor ist an seinem Platz. Ach, hast du endlich mal was richtig gemacht, Shredder. Ich ziehe jetzt die Energie ab. Der Polaritätsdeflektor beamt die Energie vom Kraftwerk durch die Dimensionen direkt zu Krangs Technodrom. Es ist nur noch eine Frage der Zeit, wann er damit auf der Erde ankommen wird. Ein anderer verabschiedet sich gerade von seinen Schülern. Am Ausgang eines großen Kanalrohrs außerhalb der Stadt sagen die Turtles Meister Splinter, der weisen Ratte, lebewohl. Also wenn Sie, aber Sie haben doch Ihr Turtlecom dabei. Ja, aber kontaktiert mich nur in absoluten Notfällen. Ich werde in 3 Tagen wiederkommen. Machen Sie es gut, Meister Splinter, und vergessen Sie uns nicht. Halten Sie die Ohren steif. Abschiede sind etwas Schreckliches für mich. Okay, düsen wir zurück in die Stadt. Außerdem weiß man auch nie, wann der Schrottfresser wieder zuschlägt. Freunde, wir haben hier ein paar ernsthafte Probleme. Hättest du mal deinen Mund nicht so weit aufgerissen. Was ist denn los, April? Wir haben in der ganzen Stadt einen nicht zu erklärenden Stromspannungsabfall. Irgendwer oder irgendwas raubt uns die gesamte Energie. Das muss das Werk von Krang oder dem Schrottfresser sein. Sowas fühle ich, Leute. Oh, wow, Mann, das raff ich nicht. Seit wann gehst du als Wahrsagerin? Reicht dir denn unser Job nicht? Ihr wisst doch, Freunde, es ist ein schmutziger Job, aber irgendeiner muss ihn doch machen. Also schön.
zeigen wir diesen Fuzzis, wer immer sie auch sind, was Turtle Power ist. Yeah! Als ob Krang die Aktion der Turtles vorausgeahnt hätte. Noch bevor er auf der Erde eintrifft, schickt er dem Schrottfresser Unterstützung im Kampf gegen unsere Freunde. Die Turtles werden sicher versuchen, dich aufzuhalten, wenn sie von der Sache Wind bekommen. Ich werde dir als Vorausarmee einige deiner Stein- und Fußsoldaten schicken, Schwenner. Ich danke Ihnen, Krang. Das werden Sie nie bereuen. Endlich ist sie da, meine Armee, oder wenigstens ein Teil davon. Jetzt sollen die Turtles nur kommen. Auf ihren schnellen Motorskates haben die Turtles mittlerweile längst ihren Treffpunkt mit April am Kanal 6 Hochhaus erreicht. Dem Action-Team ist klar, dass hinter dem Stromausfall in der Stadt nur Shredder und Krang stecken können. In einer stillen Seitenstraße versuchen sie mit dem Turtlecom die Funkfrequenz der beiden Superverbrecher anzupeilen. Ich krieg die richtige Frequenz nicht rein. Shredder ruft Krang. Melden Sie sich, Krang. Hier ist Krang. Was willst du schon wieder? Ich wollte Ihnen nur sagen, dass die Fuß- und Steinsoldaten eingetroffen sind. Gut, das Technodrom ist auch fast aufgeladen. Erwartet den Durchbruch durchs Portal in ungefähr... Was hat er gesagt? Ich hab's nicht verstanden, hab ich nicht. Also es war was von Krang und dass er genug Energie besitzt, um durchs Portal zu fliegen und dann auch was vom Technodrom. Technodrom, oh Gott, das ist Megaschrott, sag ich euch. Er darf damit nicht auf der Erde landen. Wisst ihr, dass nur wir vier die Welt retten können? Also los, Turtle Power! Hey, wartet auf mich, Jungs! Das wird vielleicht die Story des Jahrhunderts! Das Turtlecom ist nicht nur dazu geeignet, die Gespräche der Feinde zu belauschen. Mit ihm kann man auch den Turtle Zeppelin und den darunter gekoppelten Turtle Gleiter ferngesteuert herbeirufen. So ist für unsere Freunde der Weg zum Kraftwerk vor der Stadt kein Problem, sondern nur ein bisschen heiße Luft. Doch wie soll's dort angekommen nun weitergehen? Was meint ihr? Sollten wir Splinter nicht von diesem abgefahrenen Megamist erzählen? Naja, für mich ist das hier schon sowas wie ein Notfall. Wir können doch nicht Splinter wegen jedem kleinen Mist anhauen. Wofür hat er uns ausgebildet? Wir werden das Kind schon schaukeln. Turtles. Meister Splinter, was machen Sie denn hier? Das da hat mich angezogen. Hey Mann, da hat aber einer einen großen Ring geblasen. Also Freunde, ich glaube, wir kriegen ein richtig großes Problem. Weil dieses blöde Spaddelhirn zur Erde kommen will. Wir müssen dem Portal die Energiezufuhr nehmen. Sehr gut, Leonardo. Aber weißt du auch wie? Wieso schaust du mich so an? Ich habe keine Idee. Wenn wir irgendwie den Fluss stauen könnten, dann könnten wir das Kraftwerk easy ausschalten. Sehr gut. Und wo kriegen wir die 50 Millionen Biber her, die uns auf die Schnelle einen Damm in den Fluss stellen? Biber wäre nicht schlecht, aber ich habe eine bessere Idee. Hört mal zu, wir werden jetzt mal wissen. Dass Donatello die technischen Fähigkeiten hat, die Wasserpumpen des Kraftwerks abzuschalten, bezweifelt niemand. Nur wird der Zugang zum Kraftwerk von Shredders neuer Armee, den Stein- und Fußsoldaten, bewacht. Aber Aprils Idee, den Jungs aus der Dimension X einmal zu zeigen, dass es auf der Erde auch weibliche Wesen gibt, könnte die Lösung sein. Juhu! Hallo, Freunde! Überraschung! Hey, ihr da! Also, danke für deine Hilfe, April. Ich frage mich nur, was die anderen tun. Oh, das können wir schnell herausfinden. Einen Teil der Kraftwerkbewacher konnten Michelangelo, Donatello und April auf ihre Art ausschalten. Splinter, der mit Leonardo und Raphael auf Kriegspfad ist, wendet bei Rocksteady eine ganz andere Methode an. War das? Bin völlig... Du... Danke für Ihre Hilfe, Meister Splinter. Ja, jetzt sollte er bestimmt von vielen Nashorn kommen. Wir haben nicht viel Zeit. Das Schlafkraut wird bei seiner Größe nicht sehr lange anhalten. Hey, wartet ihr etwa auf uns? Weiter, weiter. Okay, Donatello, schalte dieses Ding jetzt endlich ab. Kein Problem für Donatello. Der Erfolg seiner Schaltung wird durch Shredder bestätigt. Die Energiezufuhr ist abgeschnitten. Denkst du, ich sehe das nicht, du Idiot? Ich führe etwas Zusatzenergie zu. Und mit den letzten Kraftreserven aus dem Technodrom gelingt Krang das Durchfliegen des Dimensionstors. Währenddessen sucht Shredder nach den Urhebern des Energieausfalls. Sie müssen die Pumpen abgeschaltet haben. Folge mir mit so vielen Soldaten, wie du finden kannst, Biber. Schön, Schöpfchen. Es hat funktioniert.
Da hinten kommt der Gurkenhubbel mit seiner Horrortruppe. Dann werden wir uns jetzt mit Turtle-Ehren verabschieden. Etwas weniger Ehre geht auch. Naja, es könnte schlimmer sein, Jungs. Ich habe Neuigkeiten. Der Horror wird noch größer. Megaschrott ist mir schlecht. Das Technodrom. Umzingelt von Shredders Fußsoldaten und Cranks Roboterarmee scheint die Lage für unsere Freunde aussichtslos. Schon nähern sich die Feinde mit erhobenen Waffen von allen Seiten. Da stoppt Krang die Angreifer. Ich möchte selbst das Vergnügen haben, sie zu vernichten. Es war tierisch schön, euch gekannt zu haben. Und dich, April, ganz besonders. Ich weiß nicht, ob ich jetzt schon abtreten will. Verzweifle nicht, Donatello. Solange du existierst, kann sich etwas ändern. Ich hoffe, wir werden uns nie wiedersehen, Mutanten. Was? Irgendwas ist schiefgelaufen. Oh nein, wir haben zu viel Energie verbraucht, als wir das Portal öffneten. Unsere Energiequelle ist leer. Turtle Power! Haltet sie auf, meine Fußsoldaten. Sie dürfen nicht entkommen. Doch genau das gelingt unseren grünen Helden, die getreu Meister Splinters Ratschlag, dass Rückzug manchmal die beste Verteidigung ist, handeln. Als Leonardo dann mit dem Turtlecom auch noch den Turtle Zeppelin zu ihrer Flucht herbeiruft, haben Shredder und Co. endgültig das Nachsehen. Oh nein, sie sind wieder entkommen. Ich fass es nicht. Langsam wird das eintönig. Sie kommen nicht sehr weit. Reaktiviere die Wasserfälle, damit ich meine Batterien wieder aufladen kann, Shredder. Wie Sie schon sagten, das hier sollte besser funktionieren. Na bitte, jetzt haben wir wieder die volle Leistung. Jetzt können wir meinen genialen Plan durchführen. Und wie wäre der? Wir produzieren eine seismografische Erschütterung, die so stark ist, dass sie ein Erdbeben von weltveränderndem Ausmaß auslöst. Danach werden wir die evakuierte Stadt besetzen und machen sie zur Basis unserer Operation. Von da aus werden wir die Fähigkeit der Dimension X nutzen und dadurch werden wir den ganzen Planeten bekommen. Das gefällt mir. Das gefällt mir sogar sehr. Du hast ja auch gar keine andere Wahl. Jetzt wieder unter voller Energie sucht sich die gewaltige rotglühende Kugel des Technodroms ihren Weg in die Erde. Das Technodrom wird eine unsichtbare Bedrohung für die Turtles und die ganze Welt. Also ich hasse es, es sagen zu müssen, aber mit dem Technodrom in Cranks Gewalt sehen wir ganz schön alt aus, würde ich sagen. Meister, wir brauchen jetzt einen Plan, wie wir Shredder und Krang besiegen. Um einen richtigen Schachzug zu machen, müssten wir erst einmal ihren Plan kennen. Aber dann ist es möglicherweise zu spät. Es ist bereits zu spät, denn Krang hat seine Androhung eines Erdbebens schon wahrgemacht. Die Auswirkung dieser Aktion des Wabbelhirns bekommen auch die Turtles, April und Meister Splinter in der Kanalisation zu spüren. Ich fürchte, er kann es, Kleines. Fürchte ich. Wir können ihn nur aufhalten, wenn wir das Technodrom finden. Aber das ist doch kein Problem, Leute. Nur was machen wir mit dem Rest des Nachmittags? Kommt, wir haben was Wichtiges zu tun, denn da wartet einer auf den Sockenschuss. 6. Im Vergleich zum Durchmesser der Röhre winzige Gestalten verfolgen die unübersehbare Spur des Technodroms in Richtung des Erdinneren. Wenn wir der Spur, die das Technodrom hinterlassen hat, folgen, müssten wir es doch mit Sicherheit finden. Wir können es kaum verfehlen, denn es hat die fünffache Größe des Planetariums von Houston. Hey Leute, da vorne ist was. Also da unten liegt es, das Technodrom. Ein bisschen zu groß, um damit Billard zu spielen. Okay, und wie kommen wir jetzt da rein? Einfach wird das nicht. Diese idiotische Bowlingkugel ist aus sehr dicken Titanplatten. Also das wollen wir erst mal sehen, Freunde. Ich habe hier nämlich was, das ist dafür genau richtig. Und was jetzt? Sucht euch besser eine Deckung. Wenn das Ding hier explodiert, gibt's nämlich eine unheimliche Druckwelle. Los, gehen wir! Wir wissen doch, wo wir hin müssen. Oder machen wir nur eine Besichtigung? Also wenn ich die Kontrollkreisläufe erst lokalisieren kann, lege ich gleich den ganzen Laden lahm. Stop!
Ist irgendwas nicht in Ordnung, Meister? Shredder ist hier ganz in der Nähe. Ich kann ihn wahrnehmen. Ich werde versuchen, ihn abzulenken, damit ihr eure Sache fortsetzen könnt. Auf Ebene 7 wurde die Sicherheitssperre überwunden. Das können nur diese verfluchten Turtles sein. Ich fühle, dass mein alter Freund Hamato Yoshi ganz in meiner Nähe ist. Ich werde mich persönlich um ihn kümmern. Ihr zwei sucht die Turtles und vernichtet sie. Möge die Macht mit ihm sein. Ja, und mit uns auch, Nasi. Der Zusammenstoß von zwei Parteien scheint unvermeidbar. Auf der einen Seite Splinter kontra Shredder und auf der anderen die Tiermutanten Bebop und Rocksteady gegen die grünen Panzerträger. Was für ein Glück, wir haben es gefunden. Also, dann wollen wir mal sehen. Beeil dich, Donatello. Unsere Zeit läuft ab. Halsterbel, sie ist schon abgelaufen. Schon mal was von einer Sanduhr gehört? Zwar konnte Donatello seine Manipulation an den Kontrollen des Technodroms noch vornehmen, doch im gleichen Moment erscheinen im Rücken unserer Freunde Shredders treueste Gefolgsleute. Und auf der Schiffsbrücke steht der Schrottfresser Meister Splinter Aug in Aug gegenüber. Na, Hamato Yoshi, es sieht so aus, als wäre der Moment für unsere letzte Konfrontation gekommen. Hamato Yoshi gibt es nicht mehr. Jetzt gibt es nur noch Splinter. Und bald wird es auch den nicht mehr geben. Die Lage spitzt sich zu. In der Kommandozentrale versucht Leonardo mit einem Trick, das Tiermutanten-Duo vom Einsatz der Laserwaffen abzuhalten. Hey, ihr wisst doch, dass ihr eure Laser hier nicht anfeuern dürft. Ihr würdet die Kreisläufe zerstören. Ich glaube, er hat recht. Dann werden wir sie eben auf die althergebrachte Art fertig machen, Nasi. Ja, hauen wir noch die Glocke. Ja, hab ich nicht. Jetzt hab ich dir auch das nicht ausgeschnitten. Hast du noch Zeit, die Kreisläufe kurz zu schließen? Also ich würde, also das werden wir genau wissen, wenn Crank versucht, das nächste Erdbeben auszulösen. Gut Ding will Weile haben. Die schlechten Dinge passieren meist sofort, jedenfalls bei Crank. So, die Herrschaften verweigern also die Evakuierung. Dann verpassen wir ihnen eben eine kleine Lektion. Verdammt! Wieso geht das nicht? Ich will, dass sie ihre Strafe kriegen. Leonardos Manipulationen an den Kontrollen des Technodroms waren erfolgreich. Statt zur Oberfläche der Erde richtete sich der Erschütterungsstrahl, den Krang eingeschaltet hat, zum Erdmittelpunkt hin. Mitten durch das Hauptquartier des Verbrecherhirns geht die Strahlung und trennt so auch die beiden Kämpfer Shredder und Splinter, was der Schrottfresser mit einem saftigen Fluch quittiert hat. So gewaltig ist die Kraft, dass sie das Technodrom zum Erdmittelpunkt mitreißt. Die Turtles und April konnten allerdings rechtzeitig aus diesem Fahrstuhl nach unten aussteigen. Ich habe das Gefühl, das hier ist das große Finale. Ja, wir sollten nur versuchen, auf die hinteren Plätze zu kommen. Hey, stopp! Wir haben in der Aufregung ganz unseren Meister vergessen. Oh je, er ist noch im Technodrom. Hey! Yeah! Wir sollten hier schnellstens verschwinden. Das Ding ist gerade dabei, sich ins Herz der Erde zu bohren. Jemand hat die seismische Polarität umgedreht. Das Technodrom bohrt sich immer tiefer in die Erde und ich kann es nicht verhindern. Shredder, dafür wirst du bezahlen, du hirnloses Pausenzeichen. Wieder einmal sind Shredder und Krang fürs Erste geschlagen. Und unsere grünen Freunde in der Kanalisation sind dementsprechend auch mit sich zufrieden. Wir waren gar nicht so übel. Wir haben ihrer Herrschaft ein Ende gesetzt. So ist es, Gevatter. Wir waren sensationell und tierisch gut drauf. Eine Wahnsinn-Story, aber das Bemerkenswerte daran ist, dass sie von vier Wesen, halb Teenager, halb Turtle, geschrieben wurde. Hey, und wir wollen doch dieses Wesen nicht vergessen, halb Mann und halb Ratte. Nun, wisst ihr, was ich denke, Freunde? Ich glaube, ich bin das einzige hundertprozentige menschliche Wesen hier. Deswegen darfst du aber nicht so betrübt sein, kleine April, denn bedenke, kein Mensch ist perfekt.
wir zeigen euch, wo es lang geht. Wo wir sind, ist was los. Drüben New York City sind die Turtles riesengroß. Wir sind da, die Hero Turtles. Schnallt euch an, wir gehen tierisch an. Sind absolut gut. Unsere grünen Freunde haben ihren Erzfeind Shredder und Krang, das Wabbelhirn aus der Dimension X, mitsamt dem Technodrom ins Innere der Erde geschickt. Doch wenn unsere Helden glauben, die beiden damit endgültig besiegt zu haben, täuschen sie sich. Im Inneren des Technodroms, das nun am Ufer eines unterirdischen Lavasees liegt, besprechen Krang und Shredder ihre Rückkehr an die Erdoberfläche. Verflucht nochmal, Krang. Wann sind wir endlich wieder in der Lage, an die Erdoberfläche zurückzukehren? Uns fehlt die nötige Energie dafür. Und dann müssen wir noch einige lebensnotwendige elektronische Bauteile ersetzen. Außerdem hat das Protein-Silikon-Hirn Schaden genommen. Und zwar dank deiner dämlichen Vergessenskraft. Das Problem ist doch, wie kriegen wir das wieder hin? Ich weiß, was möglicherweise hilft, aber es ist leider hier unten nicht zu kriegen. Doch du wirst es für uns holen. Ich habe die Antischwerkraftgeschütze so verändert, dass sie Löcher in die Erdoberfläche stoßen können. Du wirst dich also bereit machen, das für mich zu holen, was ich von dir verlange, Shredder. Aber nichts auf der Welt könnte unangenehmer sein, als hier mit ihnen festzusitzen. Rocksteady, Bebop! Na? Was ist denn los, Boss? Hm? Wir gehen zurück zur Oberfläche. Und mit etwas Glück werden wir vielleicht die grünen Mutanten erledigen können, falls wir ihnen begegnen. Dann wird das ja eine Vergnügungsfahrt, Schäfchen. Tschüsseli. Keine Vergnügungsfahrt ist das, was die Turtles im Auftrag ihres Meisters Splinter machen. Im Turtlebus sind sie auf Patrouillenfahrt durch die Stadt. Und wenn man stundenlang Ausschau nach Verbrechern gehalten hat, ist es auch ganz okay, ein bisschen Zerstreuung zu suchen. Hey Leute, habt ihr das auch in der Linse, was ich sehe? Was ist es? Eine 24-Stunden-Kung-Fu-Film-Marathon-Vorstellung? Na, wollen wir uns die Streifen ansehen? Ich weiß nicht, Freunde. Meister Splinter würde das ganz sicher nicht gutheißen. Also ich? Ach komm schon, Leonardo. Wir verdienen wie jeder einen freien Abend. Na gut. Okaychen. Hey Leute, lasst uns für die Zeit hier die Turtlecoms ausschalten. Während die einen ihr Vergnügen bei einem Kinobesuch finden, müssen andere arbeiten. Star-Reporterin April O'Neil, die Freundin der Turtles, soll eine Reportage für TV-Kanal 6 machen. Professor Morwood stellt im Hörsaal einer Klinik das neue Medi-Laser-Gewehr vor. Ganz in der Nähe der Klinik, im Keller einer alten Villa, sind Shredder und Co. in ihrem Untergrund-Wühlschrauber wieder auf der Erdoberfläche gelandet. Also, meine Damen und Herren von der Presse, das ist der Prototyp des neuen Medi-Laser-Gewehrs. Es ist fortschrittlich und das Beste, was es auf dem Gebiet der Heilung zurzeit gibt. Und es ist genau das, was wir brauchen, um den Protein-Silikon-Hirn-Computer zu reparieren. Schnappt es euch! Gib das her, du Wurzel, Gesicht! Ich brauch nur nicht meinen Fall! Diese Widerlinge haben mir mein Medi-Laser-Gewehr gestohlen. Es war das Einzige, das es auf der Welt gibt. April ruft Turtles. Komm, Turtles. Wieso antworten die Turtles nicht? Splinter, melde dich. Was ist passiert, April? Etwas Furchtbares, Splinter. Für April fängt mit dem Diebstahl des Medi-Laser-Gewehrs die Action an. Für unsere vier Helden ist der Film erstmal aus. So einen Bananenfilm habe ich schon lange nicht mehr gesehen. Hey, ich finde, irgendjemand sollte mal über uns einen Film machen. Die Teenager-Mutanten-Turtle-Story klingt das nicht. Oh, irgendwie cool. Ich funke jetzt erstmal Meister Splinter an. Hey, warte nicht so eilig, Leo. Ich finde, wir sollten erst noch eine Pizza essen gehen. Ja komm, Leo, sei kein Frosch. Und noch immer bleiben die Turtle-Coms unserer Freunde ausgeschaltet. Wie gut, dass wenigstens die Verbindung zwischen April und Splinter funktioniert hat. Mit Aprils Reporter-Transporter sind die beiden schon in der Innenstadt auf der Suche nach Shredder, Bebop und Rocksteady unterwegs. Meister Splinters sechster Sinn führt sie dann auch auf die richtige Spur. Jemand in diesem Gebäude ist gerade aus dem Hospital gekommen. Woher wissen Sie das? Weil es nach Desinfektionsmittel riecht und der ist von dort hinten auf uns zugekommen.
Und 2 Meter hinter uns steht ein Ambulanzwagen. Vielleicht ist es dieser widerliche Schredder-Sensei. April, warte, das ist für dich zu gefährlich. Bleib hier und rühr dich nicht von der Stelle. Mit diesen Worten verschwindet Splinter aus dem Reportertransporter und betritt die alte Villa. Im Keller des Gebäudes bereiten Shredder und seine Begleiter gerade mit dem Untergrundwühlschrauber ihre Rückkehr zum Technodrom vor. Sagen Sie, was müssen wir unbedingt mit diesem Ding fahren? Ich würde gerne diesen Medilaser auf dein Gehirn richten, wenn es nicht so ein kleines Ziel wäre. Ich schlage vor, du gibst dieses Gerät sofort dem ursprünglichen Besitzer zurück, Shredder. Hey, ja! Nach den Leuten! Du bist schnell, mein guter Yoshi, aber mein Laser ist noch schneller. Wenn man die Polarität des Medilasers umkehrt, wird er so tödlich, wie er vorher geheilt hat. Rocksteady, Bebop, kommt endlich! Im Triumph seines Sieges über Splinter hat der Schrottfresser nicht bemerkt, dass sich beim Schuss auf den Meister der Turtles ein Teil des Medi-Lasergewehrs gelöst hat und auf den Kellerboden gefallen ist. Dabei handelt es sich um die Zielvorrichtung des Medi-Lasers, den Shredder durch Polaritätsumkehrung zur Waffe gemacht hat. Zu einer anscheinend sehr gefährlichen Waffe. Denn in der Wohnung der Turtles, in der Kanalisation, wohin April die Riesenratte gebracht hat, ist Meister Splinter noch immer nicht zu Bewusstsein gekommen. April! Gott sei Dank, dass ihr endlich hier seid. Was ist denn mit Meister Splinter los? Shredder hat das getan. Der Schrottfresser? Oh. Mit einer neuen Medilaserwaffe. Er ist im Koma. Es sieht so aus, als hätte der Medilaser seine Gehirnfunktion kurzgeschlossen. Also, wenn das der Fall ist, rettet ihm ein zweiter Schuss mit umgekehrter Frequenz das Leben. Das ist unsere Schuld. Es wäre nie so weit gekommen, wenn wir uns nicht verdrückt hätten. Mhm. Ja, wieso sind wir auch in diesen blöden Film gegangen? So ein verdammter Megaschrott. Die Pizza hat sich auch nicht gelohnt. Wir werden später immer noch genügend Zeit haben, uns die Schuld zuzuweisen. Jetzt müssen wir erstmal Splinter retten. Doch dafür brauchen wir diesen Medilaser. Und den hat Shredder. Wenn wir nur so etwas wie einen Köder hätten. Etwas, das wir Shredder anbieten könnten. Hey, wie wär's damit? Ich habe das auf dem Kellerfußboden gefunden, wo Splinter lag. Also das finde ich, natürlich hilft das. Das ist das Richtungskontrollmodul. Der Medilaser ist ohne das Ding hier nutzlos. Das bedeutet, dass der Schrottfresser nochmal auftauchen wird. Exaktamente. Und wenn er das tut, hängen wir 4 an ihm wie der Mozzarella an der Pizza. Da sind die Turtles in ihren Überlegungen schon einen Schritt weiter. Denn noch wissen Shredder und Co. nicht, dass der Medilaser nicht nach ihren Vorstellungen funktionieren wird. Da bist du ja endlich. Und du hast ja auch den Medilaser. Er wird gleich das Protein-Silikon-Hirn des Hauptcomputers aktivieren. Gut gemacht, Helmchen. Gern geschehen. War das unbedingt nötig? Das Richtungskontrollmodul fehlt, du Gehirn einer Warze. Man kann ohne dieses verfluchte Ding gar nicht zielen. Oh, es muss beim Kampf mit dieser Ratte herausgebrochen sein. Wir fahren zurück zur Erdoberfläche. Und wieder wühlen sich Shredder, Rocksteady und Bebop mit dem Untergrundwühlschrauber bis in den Keller der alten Villa hoch. Doch dort erwartet das Trio eine herbe Enttäuschung. Es ist nicht hier, Schädchen. Splinters Körper ist auch weg. Das bedeutet, dass die Turtles wahrscheinlich beides gefunden haben. Ihn und das Modul. Verdammt, es würde ewig dauern, die Kanalisation nach ihnen abzusuchen. Aber vielleicht gibt es einen einfacheren Weg. Und was wäre das für einer, Boss? Das wäre der, dass ihr zwei tut, was ihr am besten könnt. Hirnlose Gewalt und Zerstörung. Hast du gehört, Schweinebacke? Das klingt gut. Oh ja, das finde ich auch. Shredders Plan wird von den beiden Tiermutanten sofort in die Tat umgesetzt. Die Randale der zwei bleibt nicht unbeobachtet. Raphael ist im Turtle-Zeppelin auf Patrouille. Das Turtle kommt. Ich höre dich, Raphael, also komm. Ich bin etwa 500 Meter hoch. Soweit ich sehe, gibt es Ärger in River City. Rocksteady und Bebop randalieren im Park. Wir sind schon unterwegs. Mit den Motorskates machen sich Leonardo, Donatello und Michelangelo sofort auf den Weg. Raphael leitet sie über Turtlecom und so sind sie kurz darauf bereits am Ziel. Wollen wir jetzt noch die Gänseblümchen rauslassen? Yeah. Was denn? Nett, dass die Brüder kommen, es wurde schon langweilig.
Vorsicht, der schmeißt mit Felsen. Hey, wo bin ich? Ah, Blaumut. Also los, machen wir Mutantenmarmeladenmüsli. Yeah! Ja, na, die weg hier, die mögen gleich Schweinefleisch. Hey, warte! Komm runter! Sie sind in den Fluss gesprungen, das machen wir auch. Also ich finde, als du willst in diese Lauge da rein, vergiss es. Donatello hat recht, da unten liegt so viel Müll rum, wie willst du sie da dazwischen unterscheiden? Na, habt ihr wohl recht, also gehen wir wieder zu Splinter zurück. Nach einem kurzen, aber für sie sehr schmerzhaften Kampf haben Bebop und Rocksteady die Flucht ergriffen. Doch das gehört zu Shredders Plan. Wunderbar! Mein Plan läuft perfekt ab! Wir folgen ihnen jetzt zu ihrem Versteck und dann holen wir uns das fehlende Modul. Und wenn ich sie erst einmal habe, wird diese Gasgranate sie ein für alle Mal auslöschen. Oh Mann, bin ich müde. Vielleicht haben wir ja Glück und Splinter geht es schon viel besser. Also wenn es ihm, also das bezweifle ich, Michelangelo, nur der Medilaser kann ihn wieder gesund machen. Interessant. Nicht weitergehen. Oh. In der spiegelnden Schneide seines Schwertes hat Leonardo den Schrottfresser und seine Kumpane entdeckt, die ihnen in die Kanalisation gefolgt sind. Shredder und seine Hiwis verfolgen uns. Das fasst man doch nicht. Seit wann ist euer Merkwürden denn Kanalarbeiter geworden? Sie wollen sicher das hier. Komm raus und kämpfe, Shredder, und zwar Mann gegen Turtle. Er hat das Modul. Also schön, das wird reichen. Eine Gasgranate. Gib das Ding her. Bitte schöne Grüße an Yoshi. So voreilig, Metallgesicht. Bei diesen Worten schleudert Donatello dem flüchtenden Shredder seinen Kampfstock nach. Der findet sein Ziel und prellt Shredder den Medi-Laser aus der Hand. Seiner Waffe beraubt, ergreift Shredder zusammen mit Bebop und Rocksteady die Flucht. Vorteil für unsere grünen Helden. Das wolltest du doch nicht, wahr, Donatello? So ist es. Wir haben jetzt den Medi-Laser, aber der Schrottfresser hat das Modul. Ich weiß nicht, Mann. Ich glaube, es war nicht gut, dass ich heute Morgen mein Bett verlassen habe. Hey, Schlauberger, wie wär's, wenn du deine Denkmurmel anstrengst und ein Ersatzteil baust? Also versuchen könnte ich's ja. Also dann komm, für Meister Splinter läuft sicher schon die Zeit ab. Mittlerweile hat Shredder von Krang über Kommunikator erfahren, dass Professor Morwood einen zweiten Medi-Laser entwickelt hat. Keine Frage, dass er sofort versuchen wird, ihn in seinen Besitz zu bringen. Während Shredder und Co. in Richtung Klinik unterwegs sind, bemüht sich Donatello immer noch, ein Ersatzmodul für das Medi-Lasergewehr zu konstruieren. Während der Lebenshaltungsindex um 3,2% gestiegen ist... Also wenn ich... Also Leute, es hat keinen Zweck, ich schaffe es nicht. Nun die Lokalnachrichten. Das Metro-Hospital hat einen zweiten Medi-Laser geschaffen, der den gestohlenen ersetzen soll. Habt ihr das gehört, Freunde? Möglicherweise leihen sie uns den mal für eine kurze Zeit. Ich wette, der Schrottfresser hat dieselbe Idee. Kommt, Leute, wir müssen vor der Schweinebande da sein. Der Kampf zwischen Turtles und Shredder um den Medi-Laser scheint unvermeidbar. Denn der Schrottfresser ist inzwischen schon im Besitz des zweiten Exemplars. Na bitte, der Medi-Laser gehört uns. Lasst uns so schnell wie möglich zu Krang zurückkehren, bevor noch irgendwas schieflaufen kann. Sind Sie bloß nicht hin, Boss. Aber ich glaube, da vorne kommt schon was schiefgelaufenes. Schnell, zurück in die Kanalisation. Habt ihr gehört, die wollen sich vor uns in der Kanalisation verstecken. Das wäre so, als würden wir eine Sardellenpizza unter Michelangelos Nase verstecken. Die Kanalisation ist das Zuhause der grünen Helden. Keine Chance für Shredder und Co., ihnen hier zu entkommen. Dein Weg ist zu Ende, Schrottfresser. Du hast ausgepowert. Ganz im Gegenteil, meine aggressiven Amphibien. Euer Weg ist jetzt zu Ende und zwar für immer. Attacke! Turtle! Ich sagte Attacke! Das ist der Pinguin. Oh nein, nicht schon wieder. Husch, husch an die Urne, Pappelgarten. Was? Hey, Mann, das ist nicht fair. Junge, ist das Ding ätzend. Gib sofort den Medi-Laser her. Du kriegst einen Schuss davon, Kröte. Schon mal was vom Spiegelschuss gehört, Frotti? Mit seinem spiegelnden Schwert hat Leonardo Shredders Medi-Laserschuss zurückgeworfen.
Dabei zerstört der Laserstrahl ein Kanalrohr, aus dem sofort ungeheure Wassermassen herausschießen. Shredder und seine Gefolgsleute werden von der Flut erfasst und direkt auf die Turtles zugetrieben. Die haben sich vor dem Wasser ins Rohrsystem an der Decke des Kanals geflüchtet und brauchen von dort aus nur noch zu fischen. Da! Los, schnappe dir! Das ist doch null Problemo, Gevatter! Oh nein, ich werde wiederkommen, das schwöre ich! Das war sahnemäßig, Michelangelo, aber jetzt müssen wir schnell zum Meister Splinter zurück. Wieder einmal konnten unsere Hero-Turtles ihre Feinde schlagen. Nun muss es sich zeigen, ob mit Hilfe des Medi-Lasers auch Meister Splinter gerettet werden kann. Doch bestimmt ist das Glück auf der Seite der Tüchtigen. Also wenn man, der Laser steht jetzt auf der heilenden Frequenz. Versuchen wir es. Meine Turtles sind da. April, was ist passiert? Wir werden Ihnen das nachher noch verklickern. Willkommen zu Hause, Sensei. Ich bringe den Laser zurück ins Hospital und schreibe dann meine Story. Ach ja, und noch was. Ich hoffe, ihr zieht eine Lehre aus dem Ganzen. Das werden wir, April, denn wir wissen jetzt, dass das Verbrechen jederzeit gegenwärtig ist, nicht wahr, Sensei? So ist es. Und wir wissen auch, dass man nicht 12 Bananenpizzen essen kann, ohne es am nächsten Tag zu bereuen. Naja, es sei denn, dass wir solchen Hunger haben. Jetzt die Nummer 1, denn wir sind absolut gut. Wir zeigen euch, wo es lang geht, wo wir sind, ist was los. Drüben in New York City sind die Turtles riesengroß. Wir sind da, die Hero Turtles. Schnallt euch an, wir gehen tierisch an. Sind absolut gut.